Die eigene Hausbibliothek ist schon was Tolles. Hier findet sich Belletristik, hier finden sich alte Atlanten. Es findet sich die gebundene Ausgabe der DLQTC aus dem Jahr 1966, dicker Wälzer hier. Und etwas dünner findet sich das Antennenbuch, das Carl-Rothammel-Antennenbuch, auch von 1966, DM2 ABKs, ein damaliges Rufzeichen. Und in dieses Buch wollen wir jetzt reinschauen und so ein bisschen überlegen, ja, nicht die Bilder für den Dipol anschauen, aber wo sind denn die Unterschiede zu heute? Hallo und herzlich willkommen zum wöchentlichen DLQTC. Das Rothammel-Antennenbuch in der Ausgabe von 1966, wie ich es hier habe, hat gerade mal 400 Seiten Inhalt. Das ist deswegen dünn. Die aktuelle Version hat ja unter dem Namen Rothammels Antennenbuch ja über 1500 Seiten. Was sind denn die bemerkenswerten Dingen an dieser alten Ausgabe? Carl Rothammel Antennenbuch, DM2 ABK, hübsches Cover, und herausgegeben wurde das vom Deutschen Militärverlag Berlin 1966. Also kalter Krieg, aber Bücher waren trotzdem zu bekommen. Ja, viele Zeichnungen und auch Fotos, das Papier ist sehr dünn, das unterscheidet sich aber im Großen und Ganzen nicht von dem, was wir im Westen hatten, beispielsweise in der DLQTC. Ja, hier Schwarz-Weiß-Foto mit dem, was die Drucktechnik damals einfach hergab. Das ist absolut hier. Schaut euch das an. Wir buddeln ein Loch oder einen Ring in die Erde, um das Salz reinzufüllen, um ja den Strahlungswiderstand der Erde zu verringern. Also, nun ja, würde man heute wohl nicht mehr so machen. Erstaunlich, wie viel Holz noch verbaut wurde damals für die Antennenkonstruktionen. Ja, Masten, Träger, Booms, da war wirklich alles dabei. Die unterschiedlichsten Holzsorten kamen auch zum Einsatz, geleimt und ich weiß nicht, was alles. Hier sehr interessant, eine kurze Kurzwellenantenne, lustiger Name. Ich habe dieses Konstrukt später aber so nie mehr gesehen. Vielleicht hat sie einfach ja nicht so performt. Hier sehr interessant, weil man sieht rechts vor allem, wie unterschiedlich die Impedanzen waren von den Leitungen, die man eingesetzt hat. Wir sehen später im Buch noch, dass 30 Ohm, 50 Ohm, 55, 60, 75, 100 oder sogar 150 Ohm bei den Koaxialkabeln verwendet werden und bei den symmetrischen 60, 120, 240, 300, 600. Und besonders interessant, was es damals noch gab, das gibt es meines Wissens heute nicht mehr, es gab geschirmte symmetrische Leitungen. Also hier hat man offensichtlich versucht, die Vorteile des Koaxialkabels, nämlich robust gegen Umwelteinflüsse, mit den Vorteilen der symmetrischen Leitung, nämlich geringe Dämpfung, zu kombinieren. Ist, soweit ich weiß, komplett vom Markt verschwunden. Ja, hier mal ein Beispiel für eine Zeichnung, alles mit Tusche gemacht, beschriftet, mit Pfeilen versehen. Und so ein kleiner 3D-Eindruck mit dieser Speiseleitung hier von 450 Ohm, was wir sehen. Wenn wir mal auf die nächsten Seiten gehen, sehen wir nochmal ein Beispiel, wie intensiv Holz eingesetzt wurde. Also dieses Kastengestell hier für eine Antenne, eine UKW-Antenne, ist auch wieder aus Holz gefertigt und dann kamen später die Metallleiter und Strahler da drauf. Oh ja, das ist auch sehr schön. UHF Super Color Antennen, und mit Color ist da natürlich das Farbfernsehen gemeint, das im UHF-Bereich stattfand von diesem VEB. Und innen drin sind die dann abgebildet. Eine Yagi-Antenne mit einem Gitterreflektor, der dort verbaut wurde, verschiedene Modelle, die dann auch zum Fernsehturm weisen, auch wenn es nicht der Berliner Turm ist.
Und interessant fand ich, dass dieser Flyer aus dem Jahr 1986 war. Also nicht von 66 wie das ganze Buch, sondern von 86. Und da ist noch die Rundfunkanordnung, dass zumindest mal größere Empfangsanlagen genehmigungspflichtig sind. Schauen wir weiter. Oh ja, auch sehr schön. Mobilantennen sehen heute ein bisschen anders aus. Das ist eine interessante Konstruktion mit Schnüren abgespannt auf dem Wagendach. Und wahrscheinlich konnte man, wenn überhaupt, nur langsam damit fahren. Ach, hier eine Speiseleitung von 30 Ohm. Schau mal an. Mit dem Wagen nur langsam fahren. Ob das irgendwie zugelassen war, das kann ich nicht beurteilen. Bisschen Messtechnik muss natürlich auch noch sein. Links ein ja, Feldstärke-Detektor mit einer Golddrahtdiode und auf der rechten Seite dann sogar mit PNP-Transistor zum Verstärken mit Batterie, die das Ganze natürlich dann auch speist für den Transistor mit Milliampermeter. Die Tabellen hier sind interessant und das würde man heute anders machen, denn die Werte sind nicht vergleichbar. Wir haben hier zwar die verschiedensten Dämpfungen, 50 Ohm und 60 Ohm, 75 Ohm und was es noch so alles gibt. Aber die Dämpfungswerte, die angegeben sind, schaut mal, die wurden angegeben für 10 MHz, für 100, 200 und 500 MHz. Und wenn wir auf die nächste Seite gehen, dann werden wir sehen, dass diese Dämpfungswerte von den sowjetischen Kabeltypen, die wurden dann angegeben für 45, für 200 MHz und für 3000 MHz. Hier auch die unterschiedlichsten Impedanzen, hoch bis 150 Ohm bei den Koaxialkabeln eben dieser Sowjetunion. Die Angabe auch in Nepa pro Kilometer, also nicht in Dezibel für 100 Meter, sondern in Nepa, die man dann entsprechend umrechnen musste. Ja, hier wieder 10, 100, 200, die abgeschirmte symmetrische Leitung, von der ich schon sprach. Auch wieder nichts, was man so wirklich miteinander vergleichen konnte. Gut, die amerikanischen Typen RG58 und wie sie auch heute noch alle heißen, die kennen wir. RG63, 125 Ohm ist mir zumindest selbst unbekannt, aber auch hier wieder Frequenzangaben, die sich nicht vergleichen lassen miteinander. 30 MHz, 100 MHz, 500 MHz, also nochmal eine ganz andere Staffelung. Und hier unten bei den Zweidrahtleitungen der amerikanischen Typen 7, 30, 150, 400 MHz. Also kreuz und quer und maximal kann man interpolieren, welches Kabel denn irgendwie besser ist und welches man kaufen sollte. Ja, es gibt die Umrechnungstabelle von diesen Nepper in Dezibel, da muss man natürlich dann noch die Strecke berücksichtigen, also mal in Kilometer, mal in 100 Meter. Ja, das waren die Punkte, die mir auffielen, von denen ich euch berichten wollte. Es gibt natürlich sehr viel mehr zu berichten, aber wenn ihr wollt, wenn ihr euch genauer interessiert für die Historie, sowas lässt sich leicht auf eBay finden. Alle möglichen Jahrgänge, für einige wenige Euros lassen sich diese Bücher schießen, beispielsweise aus dem Geburtsjahr. Und ich finde es dann immer interessant, wo war denn die Technik damals? Was hat man denn gemacht? Offensichtlich Antennen mit Holzkonstruktionen und das Ganze gerne noch symmetrisch gespeist. Egal wie ihr in die Luft geht, wünsche ich euch angenehme Kursos 73 und bye bye.